wenn ich so mal in die Disco abends gehe, ich mal sofort gehe. Pass auf, jetzt könnte ich ihn noch einbringen, aber der ist auch nicht böse gemeint. Ich könnte ja auch auf dieses Video reagieren. Nicht. Sind wir schnell fertig. Ich zeig dir gleich meine Schiebung. Dreh dich um und dann schiebe ich dich da runter, verdammt. Jetzt runter hier! Nein, Hüpfig! Runter jetzt! Oi, Goodie. Seitdem die beiden Lader da raus. Okay, Leute, jetzt mal ohne Flachs. Der eine, der hier krank ist und die Nase läuft, der holt sich jetzt eine Zebra-Rolle und stellt sie an sein PC. Das Scheißding. Der andere, der hier die ganze Zeit mit der Shisha am Rumballern ist, mit der E-Zigarette, der hält das mal vom Mikrofon weg. Und höre ich jetzt noch einen, der hier rumschmatzt, Raphael, tritt ich euch in die Eier. Kannst du mal am Arsch lecken, Alter. Ich mach das nicht, weil mir die Nase läuft, weil ich fast keine Luft krieg, du Zipfel. Ich steck dir da die Shisha mal an die Nase und zieh durch, Junge. Wahnsinn, ey. Ihr müsst viel entspannter werden. Oh nein. Ja. Anders in die Pfeife reinmachen. Schon mal einen Schnupftabak gedacht? Also dann am nächsten dran nur von der Höhe zerplohen. Diese Gebaden. Rein in deinen Junge. Ich Junge, hat er jetzt die 120 voll ausgenutzt oder was? Er ist einfach, glaube ich, mit 200 Grad hier runtergekommen. Digga, das war ein bisschen fix, oder? Ich dachte eigentlich, ich muss weniger fahren. Ach, ey. Ich komme nicht mehr über die Linie. Gottfried, kannst du mir einen Gefallen tun? Fährst du kurz zur Villa und tust deinen Tampon wechseln? Warum denn? Weil du bist ein bisschen zickig heute. Ja, aber der ist noch frisch. Ja, sicher. Nicht, dass er drückt und so, weißt du? Ja, mach ich kurz den PD, hab ich noch einen Zeit. Oh, Schüsse, wer schießt da? Wer beschossen? Der hat eine Fußquetschung, der muss behandelt werden, verdammte Scheiße. Der hat auch keine Fußquetschung, der hat eine Scheißebull im Hinterstecken. Der war beim Autodiener. Und außerdem braucht er eine Infusion, der ist dehydriert, der war 2 Tage im Auto eingeklemmt, der braucht erstmal eine schöne Kochsalzspülung. Ach, das ist ja widerlich. Oh, wait, ich warte. Das ist nicht euer Herz, ihr lasst mich nicht bei dem, oder? Ja, was soll man machen? Der sagt, er ist Doktor. Nee. Warte. Also. Ich würde gern kommen, aber ich dachte. Meine Fahrradtür klemmt! Und du sitzt im Volvo, du Spinner. Günther! Bist du nicht sauber? Mit dieser Autobahn oder wo ist die Junge? Scheiße! Günther, bist du nicht dicht, ey? Hör auf mit der Scheiße! Oh yeah. Okay. Yeah. Was löst meine kleine Zuckerschnüte? Willst du mal ran an Manfred oder was? Hä? Willst du mal ran an Manfred? Der Manni ist heute hieß, komm nochmal her. Komm nochmal her zum Manni. Der ist heute hieß, wie so. Heute wird abgerissen! Baby, ich geh jetzt in die Disco! Heute wird die Hüfte geschwungen, ich wollte mein kleines Sahnehübchen auf deinen Bauchnabel setzen. Ja? Was soll ich mit dir machen, du geiler Bock? du kannst mit mir Seven vs. Wild gucken und reagieren. Ja, schon. Kann ich machen, ja. Das wollte ich heute noch schauen, ey. Oh, ja, das kriegen wir auch noch. Wie sieht's denn aus, Yannick, mit der Zeit? Du musst eine Reaction machen. Was sagt die denn? Er hat noch 1,30 über. Das willst du nicht wissen. Oh, 16 Sekunden. Ich könnte ja
Pass auf, jetzt könnte ich ihn noch einbringen, aber der ist ja auch nicht böse gemeint. Ich könnte ja auch auf dieses Video reagieren. Nicht. Sind wir schnell fertig. Sind ja keine... Fuisis Video von letzter Woche. Das war ich. Naja, ich weiß nicht, aber vorletzte Woche, oder? Vor dir befindet sich eine Gruppe langsamerer Wagen. Ein früherer Boxenstopp lohnt sich eventuell, um sie zu umgehen. Rafa und Tino jetzt in einer Kurve. Zwei Runden bis zum Boxen. Oh, Rafa. Oh, so, du. Oh. Oh, sorry, Tino. Alles gut. Oh. Nein. Rafa hat mich so verwirrt mit seinem Manöver. Oh, jetzt habe ich fast den DNF gehabt. Es tut mir so leid. Zwei Rennen mitgefahren bin. Ach, Joker, welcher warst du heute? Hast du durchaus recht, Gizzy. Ich wäre der 10. gewesen. Ich war vor Bartmann. Kriegst noch einen dazu. Joker, ich muss dir was sagen. Ich habe überlegt, ob ich noch ein Stück warte damit. Aber... Ich habe echt überlegt, ob ich noch ein Stück warte oder... Aber ich muss ja was sagen. Wenn wir nochmal eine Formel-1-Liga machen. Ich weiß nicht, ob wir so die zwei so gut harmonisieren in einem Team. Da gehen die Vertragsverhandlungen schon los. Ja, tut mir leid, Joker, ne? Du weißt ja, Frontmann bei GTA immer, aber du bei Formel 1, das wird irgendwie nichts, habe ich das Gefühl. Das ist vorbei. Hatte ich im Gülle fahren verlinkt. Ja, habe ich tatsächlich. Was aus dem Holzmodell geworden ist. Bei irgendeinem Feuer draußen mal mit. Draußen, wo wir mal die Feuertonne anhatten, ist das irgendwie. Schiebung! Ich erkenne das Wahlergebnis nicht an! Ich zeig dir gleich meine Schiebung. Dreh dich um und dann schiebe ich dich da runter, verdammt! Jetzt runter hier! Runter jetzt! Hoi, Gudi! Sonst kannst du die Bäume das nächste Mal mit den Zähnen futtern! So, Peppi, als Polizist sag ich dir jetzt. Ich mit dir, ha! Gib her da! Gib her da! Ei! So, ich jetzt als Polizist, gib dir jetzt da die stille Treppe. Setz dich da auf das Ding oder hält die Klappe. Ich geb dir gleich eine Treppe, du Tippe. Steh dich hin, sei still, Kurt, mach die Mundtür. Kurt, du bist hier stellvertretender Ich hab's nicht verstanden. Ich hab dich nicht verstanden, trotzdem ist jetzt die Sammel. So, Entschuldigung, viele... Mach mal eine Mundtür, weil das außer die Luft geht ein bisschen gar nicht, du Tippe, gell? Oh, weiter geht's, viele, hab das kurz geklärt mit dem mächtigen Kopf. Ja, wunderbar. Ganz toll. Also ich meine, da können wir irgendwie schön, ich meine, wir haben ja jetzt hier irgendwie ein paar Bäumchen, die wir noch flachlegen müssen. Da sind Sie ja dann der Experte für und dann bauen Sie uns da einen schönen Kirchenblock das aus. Das Einzige, was er flachlegt. Geil. Oder Sie legen halt was anderes flach. Das weiß ich Baby, nicht, wenigstens mal was flachgelegt. Machen Sie dann auch einen auf Ritter? Hallo? Ich bin sehr Baby Beckel. Was denn? Na gut. Mitglied der Nachtwoche. Jetzt wird das weg. Was ist los? Frau Breitenstein? Ja, ich bin auch hier. Moment. Boah, ist die geile Sau. Baby, jetzt straf dich doch mal. Das kann ja nicht... Baby. Also, so. Ja, warum sind wir denn hier? Herzlich willkommen zum Händlertag für die Forstmaschinen. Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Tag, außer der Frau Breitenstein. Hoffentlich ist der Tag schlecht. So. Du mich ja auch. Hä, warum das denn? Nicht da, nicht lange, lange nein, Geschichte. Nein, ah, okay. Nein. Eine Minute? Boah. Weißt du was? Für sowas eigentlich immer geil wäre. Irgendwie so eine Art LKW mit Pritsche oder mit so einem Container hinten drauf. Oder so 16.000 Mischrationen reinkriegst, aber mit dem du halt rückwärts easy was reinfahren kannst. Naja. Gut, passt. In diesem Sinne haben wir den auch voll. Sehr gut. Neuer Stall läuft. Stall Nummer 8 in Betrieb genommen. Passt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ein Schubboden wäre dafür einfach top, ja. Nö. Egal, ist jetzt vorbei.
So wird heute die Zieleinfahrt, Webo. Schön ausrollen lassen. Und da kommt Salza als Dritter. Ja. Wieso bin ich jetzt auf 7 abgerutscht? Ich war gerade auf 6. Ja, und bist doch eh gleich wieder 6. Weil du nicht kannst. Ich starte.